Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Part zu Mario & Rabbids Sparks of Hope. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Und damit herzlich willkommen zurück zu Mario & Rabbids Sparks of Hope. Ja, beim letzten Mal haben wir hier diesen Leuchtturm betreten, beziehungsweise diesen Tempel, den Winterpalast und jetzt müssen wir ein paar Statuen im Kreis drehen. Da ist eine Geisterfrau. Ein Geisterrabbit. Man soll definitiv auch eine Geisterfrau sehen. Heiliger Klabautermann. Heiliger Klabautermann, ich will in einem Pass mit Gelee-Barsch gekocht werden, wenn das nicht der Geist des Winterpalastes ist. Kein Geist. Kein Geist, das ist eine von Miseras Sparkjägerinnen. Oh. Okay. Jemanden, der Sparks sammelt. Ich traue den Wänden hier schon nie mehr. Ja. Das war eine Planetmünze, okay. Nicht hinterfragen, einfach mitnehmen. Das ist ja die Devise. So, wir müssen hier an die Statue da hinten dran kommen. Ist hier unten irgendwas von Bedeutung? Scheinbar nicht. Also man kann mit dem Vorhängen was machen. Erstmal gegen die Wand sprinten. Okay, die Wand kann ich auch knallen. Ich habe eine Cooldown-Uhr gefunden. Sehr schön. Ich sage einfach ab sofort aufschreien, okay? Ich bin immer so verwirrt, was ich dazu sagen soll. Kann man da raus? Oh, da. Ich habe es noch gesehen. Man kann hier die Wände aufschreien. Und hinter einer davon war eine Tür. Gehe ich gleich mal durch. Erstmal gehe ich hier durch. Ach, von hier kam ich. Oder wie? Hä? Nee, kam ich nicht. Bin ich jetzt einfach im selben Gang nochmal gelandet? Hä, dieses Schloss verwirrt mich. Und es überschüttet mich mit Münzen. Nee, im Ernst, ich bin gerade hochgradig verwirrt. Ich bin doch durch die Tür gegangen, aber ich bin dann da wieder rausgekommen. Sind das so Scooby-Doo-Türen irgendwie, dass man durch die eine Tür reingeht und bei einer anderen wieder rauskommt, die gar nicht damit verbunden ist? Hier ist auf jeden Fall eine Statue. Und da ist eine Tür. Ich kann mit der Statue nichts machen. Ich glaube, das ist echt ein Türenrätsel. Wenn ich falsch laufe, dann lande ich wieder am Anfang. Ja, wenn ich die falsche Tür nehme, dann bin ich wieder am Anfang. So läuft der Hase. Okay. Ah, hier. Ich sehe es. Okay, ich muss immer die versteckten Türen finden. Die, die normal da sind, sind wahrscheinlich immer falsch. Oder war es jetzt so einfach? Das kann doch nicht alles gewesen sein. Ah, jetzt kann ich da was machen. Dann gehen wir mal zurück. Okay. So, was darf ich denn jetzt tun? Die Teile verbinden. Okay, machen wir erstmal außen, dass alles irgendwie verbunden ist.
Das scheint ja unsere Aufgabe zu sein. Ich sehe hier auf jeden Fall, dass jetzt verbunden ist. Das war easy. Die Tür ist entregelt, sie ist offen. Heiliger Klabautermann, endlich kommen wir ins oberste Stockwerk. Die Bilder da unten, die konnte ich nicht ansprechen, ne? Da haben wir eine wunderschöne Rabbit-Dame. Und einen Gelehrten. Heiliger Klabautermann sagt aber echt oft, das Kuscheltier des Mädchens, die hat es immer bei sich. Beeilung! Beeilung, die Treppe hoch! Das war doch kein Kuschelfiech. Das war ein Wollknoll. Nein, ich bin in der Bücherei gelandet. Ich hab doch erst gestern was gelesen. Hilf jenen in Not. Auch wenn er seinen Erste-Hilfe-Schein bestimmt vor sehr langer Zeit gemacht hat. Ja, definitiv. Sieht wie eine Kreuzung aus grimmigem Nebula-Hai und einem extrem verstimmten Blob-Lobster aus. Ich muss zugeben, ich bin mit meinem Latein am Ende. Immer wieder interessant. Trauma ist die. Rebella, du bist hier. Ich wusste, dass du irgendwann auftauchen würdest. Lass sie gehen. Lass das Mädchen gehen. Trauma, halt dich an uns. Das ist klüger und das weißt du. Hallo. Sind das deine neuen Freunde? Oder die waren schließlich, waren wir auch mal Freunde. Gleich sind wir es immer noch. Freunde? Wie Freunde? Genug geredet. Ja, jetzt wird es doch richtig lustig. Ehrlich gesagt könnte ich das Mädchen selbst da nicht laufen lassen, wenn ich es wollte. Echte Freunde lassen einen nicht so einfach im Stich, weißt du, Rebella? Echte Freunde bleiben. Genau. Echte Freunde bleiben und zählen dir auf, was du angestellt hast. Hinterhältige Schlange, sie ist in diesem glubäugigen Grabschrak verschwunden. Ich musste gerade kurz überlegen, wie ich das ausspreche. Halte durch! Ich komme, Mädchen! Hm.
Ich habe gehört, wir kriegen einen neuen Charakter. Rabbit Rosalina offenbar. Ich bin gespannt, was Rabbit Rosalina kann. Wenn ich da irgendwie so einen leichten Einblick kriegen. Demotivieren. Das Emo-Kind. Ich wollte lesen. Fähigkeit. Die von Lethargie betroffen sind, können sich nicht bewegen, schießen oder Technik einsetzen. Wenn sie Schaden nehmen, verschwindet der Effekt. Oder ist eigentlich ganz gut. Das ist eine sehr gute Technik. Erstmal gucken, dass ich gut in Sicherheit stehe. Trifft mich nicht. Ah, die hat eine Gatling. Warum mache ich es mir nicht einfach? So, das allem voran. Irgendwer muss mal einen Schritt wieder zurückkommen. Ja, Luigi offenbar nicht. Wenn, muss es Rebella sein. Hust mir erstmal alle. Muss nämlich einen Teamsprung machen. So, weg mit dir. Okay, du hast Leben. Das nicht gerade wenig. Ich gehe mal da oben hin. Und natürlich kann ich keinen treffen aus dem Winkel. Jetzt kann ich die da zumindest treffen. Hört mal, spritzig und dann machen wir, dass die beiden weg von Mario ist. Ich hoffe, die ist nicht immun dagegen. Nein, weg mit dir. Okay. Sicht plus wir ballern auf den Joden. Habe ich schon mal ein Problem weniger. Ach stimmt ja, ich habe ja die Geistersicht, ne? Ich kann ja durch die Wand gucken. Ich vergaß. Oh, die kann sich teleportieren. Okay, ich verstehe, wofür man Trägheit hat. So, wisst ihr, was ich von euch da unten halte? Nicht gerade viel. Rabumsal. Als ob das die da unten nicht trifft. Wollte schon sagen. Hat gut Schaden gemacht. Jetzt ist nur die Deckung halt komplett weg. Ich versuche nicht mal, soweit es geht, zu verziehen. Warte mal. Da runter. Teamsprung. Bin ich wenigstens in Sicherheit. Dann machen wir mal den hier. Lass ich die halt in Ruhe. Dann können die sich weder bewegen noch das andere. Kann ich mich erstmal auf andere unweitige Sachen konzentrieren. Wie zum Beispiel den da unten zu finishen.
Ich mach dich mal unsichtbar, sicherheitshalber. So. Ja, eine Fähigkeit war schlau. So, wenn wollen wir ja die tot kriegen. Und natürlich dürfen wir nicht vergessen, dass das weg muss. So, tschüss. Ich weiß nicht, ob der Teleport als Bewegen zählt, ne? Was ich am meisten weiß, ist, dass ich keinen Bock auf zusätzliche Gegner habe. So, das trifft schon. Da treffe ich auch die hier vorne mehr. So, jetzt können die. Trauma kann echt weit. Nein! Nicht Feuer! Feuer tut weh. Täuschen wir die doch mal aus ihrer Deckung raus. Das hat sogar da oben noch getroffen. Ich weiß nicht, wie weit sich Trauma teleportieren kann. Oh, auf jeden Fall die Kumpanen hier erstmal weg. Weil je weniger von denen, desto besser. Ah, okay. Rabbit Rosaline hat keine Reichweite. Ja, so denke ich auch. So, jetzt ist der auch tot. Ja, ich mach mal spritzig, weil Trauma scheint es irgendwie nicht so einen riesen Effekt zu haben. Aber da zumindest. Habe ich denn nämlich nicht neben mir. Ich sollte die nach Möglichkeit auch heilen. Dafür habe ich ja die vielen Pilze. Immer diese Arschbombe in meinem Gesicht. Okay, Trauma kann sich irre weit teleportieren. Ich glaube, wenn man wollte, könnte Trauma sich auch direkt in mich rein teleportieren. Wenn, dann wollen wir alle boosten. Irgendwer mal einen Schritt weiter nach vorne für Mario, bitte. So, jetzt wirst du abgefackelt. Schade, hätte ruhig öfter treffen können. Aber finito ist sie ja trotzdem. Easy.
Ich muss die nochmal besiegen? Das ist ja fies. Nickerchen machen. Nein, du faules Stück. Oh, mal Teamsprung, damit ich durch die Röhren kann. Weil die da will ich nicht mehr sehen. Ich mag euch nicht. Kommt alle in die Röhren rein. Gerade so. Ich muss mal eben kurz die Fähigkeit so einsetzen, dass die da oben sich nicht bewegt. Dich kann ich eigentlich diese Runde in Ruhe lassen. Kann ich mich mehr auf die Bomb-Oms da mal konzentrieren. Dass die nicht bei mir stehen. Bewegen wir uns mal darüber. Schade, ein kleines bisschen weiter und ich hätte den Bob-Ob eventuell treffen können. Den lassen wir, wie gesagt, in Ruhe. Ich könnte den Bob-Ob da unten vernichten, aber das wäre sinnvoll. Ich mache bei Mario die Sicht an. Sag mal, nächste Runde. Einer weniger. Und den nutze ich einfach für mich. Da ist auch noch einer von denen. Es sind so viele Sniper schon wieder. Nein, ich hasse die Scharfschützen. Die sind so ekelhaft. Einer muss sich opfern. Damit ich den hier machen kann. So, weg mit dem. So, einmal Schaden kassiert. Jetzt gehe ich mich heilen. So, weg mit der anderen Bombe. In dich würde ich gerne reingrätschen. Erstmal den weg, der ist nerviger. Der ist wesentlich nerviger. Hätte ihn noch grätschen müssen. Naja, jetzt ist er tot. Jetzt fehlt nur noch der Scharfschütze da oben. So, einmal so. Und einmal so. Wir gehen langsam die Pilze aus. Sind noch alle fertig? Was willst du vom Spiel? Ich bin untröstlich. Ich sage ja, der Scharfschütze nervt am meisten. Und die Sicht war aktiv und die hat sich ja so gesehen in Reichweite eigentlich begeben. Also bei ihr funktioniert die Sicht nicht. Gut zu wissen. Ich nutze dich mal aus. Okay, alle kommen hoch. Wir haben am meisten den Scharfschützen gerade da oben loswerden.
Die gehen mir halt von vornherein auf den Senkel. Weil die so übelst Schaden drücken und auch ständig diese Sicht aktiv haben. Komm her. So, hier gehe ich auf eine erhöhte Position. Es nimmt dem Dreckigen weg. Weg mit dir. Mir ist bewusst, dass ich das auch anders hätte verwerten können. So, mit Spritzig haue ich dich generell von mir weg. Guck mal, Leute, der Taktiker kommt raus. Feuer frei! Ich weiß ja nicht, wie sinnvoll das war. Gefühlt gar nicht. Na los. Nicht jetzt. Und wir haben einen verloren. Macht von hier aus gar keinen Schaden. So, in deine Visage. Das machen wir direkt noch einmal. Ich weiß nicht, macht Rabbit Rosalina aus der Nähe mehr Schaden? Nein, das macht keinen Unterschied. Hier kriegst du noch einen Powerblock von mir. Da wird jemand aggressiv. Lebt Rebella wenigstens wieder? Mit 1 HP. Rebella schluckt sofort einen Pilz, bitte. Genau richtig. Ich muss mal kurz über die Taktik-Cam gucken. Da ist wieder ein Scharfschütze, die Arschbomben-Dudes. Da oben ist nochmal zwei. Nochmal ein Scharfschütze. Okay, zwei Scharfschützen, die mir auf den Keks gehen. Das Beste ist erstmal die Bombe da oben wegmachen. Armselig. Und auch gut wäre. Die Turboladung hebe ich mir noch eine Runde auf. Mario da hochkriegen und eventuell den Scharfschützen da oben mit dem Meteoritensturm schon mal zu Tode bomben. Wenn ich könnte. Vielleicht trifft es ja trotzdem gut genug. Warte mal. Hier trifft es auch die Bombe. Ja, der Scharfschütze ist definitiv tot. Ich habe sogar den unten getroffen. Okay, das hat richtig gut aufgeräumt. Problem ist, ich bin hier nur von links und rechts geschützt. Der oben, der trifft mich eventuell. Ich habe gerade richtig gut aufgeräumt. In einer Runde habe ich jetzt 5 Leute umgenietet. Den treffe ich nie im Leben. Keinen von denen. Ich würde mir nur meine Deckung kaputt machen.
Die müssen näher kommen, wenn sie treffen wollen. Es ist gut gerade für Mario, dass ich da stehe. Ich muss Mario und Krippelle gerade dringend einmal heilen. Warte mal, wenn ich Luigi in Nähe bewege, dann müsste ich doch eigentlich mit der Verstärkung alle treffen. Das allerbeste wäre auch, ihr Rabbit Rosalina nach da oben zu schicken, damit die da oben lahmlegt. Dass ich mir eine Runde lang nicht um die da oben kümmern muss. Auf mit dir. So, hier helfen wir jetzt einmal kurz nach. Ich will nach da oben. Ich will erstmal die Scharfschützen ausschalten. Die Trägheit nutze ich dann für den, der am Leben bleibt. Nach Möglichkeit töte ich dich. Eventuell kriege ich ja sogar instant tot. Ja, der ist instant tot. Ach, und dich habe ich auch instant tot. Sehr gut. Warte mal, nicht dahin stellen auf die andere Seite. Wenn die Chance da ist, dass ich nicht treffe. Wäre wenn mehr Schaden gewesen. Wenn es rüberkommt, das blöde Biest, dann ist egal. Die ignoriert ja diese Bewegungsfähigkeiten. Ach, der ist ja auch noch da. Dich mache ich als nächstes weg. So, weg mit dir. Passt so schon. Guck, dass ich Rosalina jetzt zu der da hinten kriege. Dann kann ich die am Ende der Runde festlocken. Das ist eine gute Fähigkeit. Die nutze ich eventuell häufiger. Die Troller. Ich muss auf jeden Fall mit Mario eben kurz einen Teamsprung machen. So, einmal durch die Röhre. Habe ich mehr Bewegungsfreiheit. Da oben steht Luigi gut. Komm eh nicht zu der hin. Da kann ich mir auch hier in Deckung stellen. Ich habe Schutz von drei Seiten. Das ist optimal. Eigentlich sogar fast von einem Tier. Nein. Du kriegst ganz sicher keine Verstärkung. Das weiß ich zu verhindern. Ich sehe gerade, der Kampf dauert ultra lange.
Also der Kampf allein wird eine ganze Folge. Die Möglichkeit auf Kameraden würde ich dir eigentlich ganz gerne wegnehmen. Ich weiß aber nicht, ob ich das ultimativ hinbekomme. Das Ding lebt noch. Einen Schlag gebe ich Trauma mit. Das kann ich auch mit Politik kaputt machen. Du kriegst keine Kameraden. Nicht in diesem Leben. Könntest du bitte mal irgendwo in Reichweite stehen? Hilft das noch so ganz leicht? Ja. Okay. Dann gehe ich hier jetzt noch durch das Loch. Wander hier mal rüber, falls Luigi nicht weit genug kommt. Und dann booste ich jetzt alle. So, du kriegst jetzt einen Feuerhagel ab. Stehst du eventuell auch mal gut. Ich treffe die auf jeden Fall. So, spritze ich. Eventuell habe ich ja Glück und schleuder die runter. Ja, ist einmal außerhalb gelandet. Sehr schön. Eisenblick, weil die wird ja jetzt durch Spritzig weggeschleudert. Trickheit wäre einfach nur Safety gewesen. Wie viel die aushält. Ich die einfach dreimal wegkloppen musste. Nein. Ja. Weniger gelangweilt geht gar nicht. Es tut mir leid, dass ich weggegangen bin, Orion. Ich weiß, das ist eine Lady. Zuletzt war ich immer noch Captain Orion, danke. Aber ich hätte mir wohl keine Sorgen machen müssen, stimmt's? Kenne die dahergelaufene Sirene, kann meine Rabbit Rosalina torpedieren. Leider. Oder nehmen mich meine Pflichten hier im Beschlag. Vielleicht könntest du ja unseren neuen Freunden auf ihre Reise begleiten. Oh, ist das ein Witz? Ich habe keine Zeit. Ich muss irgendwie zu Rosalina kommen. Rosalina? Oh, natürlich. Verstehe. Du bist ihr Fan. Die Ähnlichkeit ist verblüffend. Wir sind auf der Suche nach ihr, weißt du? Wir könnten jemanden mit deiner Begeisterung gebrauchen. Du verstehst schon, was ich meine. Wir könnten jemanden mit deiner Begeisterung gebrochen. Ich meine, okay, was soll's, geht's klar, bin dabei. Leb wohl. Captain Orion, danke für alles. Werde ich stolz machen, versprochen.
Also sie wirkt ja zumindest begeistert, wenn sie mit Orion spricht, ne? Das hast du schon, mein Kind. Passt nur gut auf dich auf. Das ist dein Befehl. Ei, ei, Kapitän. Wir haben jetzt genug gereinigte Finsterzeit-Energie gesammelt, um einen Warp-Tunnel nach Prima Paletti zu erzeugen. Pünktlich Prima Paletti. Das Schiff startbereit sein. Okay. Und wir haben den Finsterpalast abgeschlossen. Rabbit Rosalina schließt sich dem Team an. Jetzt kann man hier mal gucken. Was hat die denn so an Fähigkeiten, die man alles holen kann? Waffenreichweite, mehr Munition. Das klingt eigentlich irre geil bei der. Trägheits Cooldown, Reichweite, Dauer. Ja. Mehr Treffer nehme ich auch gerne bei der. Brauche ich gar nicht lange drüber nachdenken. Oh, die kann mit Raserei Trägheit auslösen. Auch ultra geil. Und wir geben der mal Wahrscheinlichkeit bei den kritischen Treffern, weil wenn die so viele Schläge austeilt, ist es ja irre gut. Die restlichen Punkte vergebe ich beim nächsten Mal. Wir haben noch zwei Sparks frei, ne? Axaflox und Gluto kriegst du einfach mal. Obwohl Platschraserei bei dir eigentlich mehr oder weniger unnötig ist. Ich überlege gerade, wen ich dir gebe. Den saugenden Raser gebe ich dir mal. Und den Feuerangriff kann man dir ja auch geben. Ja, aufwerten tue ich die auch beim nächsten Mal. Oder mit Rosalina kann ich mir eigentlich sehr gut im Team vorstellen, ab und zu. Na gut. Ich finde, die Folge ging jetzt aber mehr als lang genug. Der Kampf hat halt ultra lang gedauert. Ja, Leute, wenn es euch gefallen hat, kennt ihr es ja. Ein Like und ein Abo dalassen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!